Ja, Liechtenstein feiert Geburtstag. Und als Geschenk hat man die Bern schon die UBS eingepackt. Mega lieb. Speziell für den Anlass Anreisen tut eine spezielle Delegation aus Liechtenstein. Sie reisen First Class und dort hinten kommen sie auch schon. Voll fies. Die Schweiz weiss genau, dass Liechtenstein keine Armee hat und auch hier blöd rumprotzen. Okay, please, please. Yes, yes. Ladies first. Ladies first. Yes. Seid ihr Schweizer oder Liechtensteiner? Nein, hey, ich bin Schweizer. Bist du Schweizer oder Liechtensteiner? Ich bin Deutscher. Und wünscht ihr euch nicht manchmal einen Fürst? Nein, natürlich nicht. Wieso nicht? Wir sind eine Demokratie, wir brauchen keine Fürsten. Unsere gewählte Demokratie und die Kanzlerin ist natürlich die wesentlich bessere Wahl, aber eine repräsentative Monarchie ist durchaus erheiternd und erstrebenswert. Was für eine langweilige Antwort. Es gibt keine Person, die ihr euch könntet vorstellen als alleiniger Machthaber. Von Schweiz gar nicht, nein. Aber der Fürst ist auch nicht gewählt worden per se. Per se nicht. Aber trotzdem. Das ist Tradition im Fürstentum. Lieber lass ihn. Zeitgleich mit dem Fürst ist auch der Regen in Bern eingetroffen. Naja, First World Problems. Die Schweiz lässt sich nicht lumpen. Zum 4 vom Tag haben sie sogar die motivierteste Guckenmusik vom Land aufgeboten. Seine Durchlauch, der Erbprinz Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein, Herzog von Troppau und Jägendorf, Graf zu Riedberg, Thronfolger des Hauses von und zu Liechtenstein und der Uli Maurer. Der Fürst kommt und ganz Bern ist aus dem Häuschen. Hier sehen wir seine Hoheit, der Erbprinz, und seine Kleinheit, Uli Maurer. Hinter mir im Rathaus gibt es gerade Ehrenwein mit dem Fürst. Für uns Normalsterbliche hier draussen gibt es einfach Regen. Ich schalte zurück ins Studio.